Das Kommando der Woche heißt Mundwinkel hoch. Jawohl, Angela, denn da hinten warten schon Seehofer und Scheuer zum großen Versöhnungstreffen. Parole, habt euch lieb. Das soll man glauben. Ein motziges altes Ehepaar. Sie guckt angewidert. Wieso? Friede, Freude, Eierkuchen bei der Union. Wie ist die Stimmung, Horst? Die Stimmung war heute recht gut. Genau, Angie ist super drauf und überhaupt nicht nachtragend. Also, Mundwinkel hoch. Jawohl, geht doch. Den Russenschreck der Woche hat Ursula von der Leyen gegeben. Härte zeigen Richtung Osten mit dem neuen Superflieger A400 nach Litauen, dem Adler der Lüfte, Stolz der Luftwaffe. Die Russen lachen sich tot oder wer auch immer, wenn wir mit sowas ankommen. Eine Fehlkonstruktion, ne? So wie das Gewehr, das nicht schießt und die Hubis, die nicht fliegen? Egal. In Litauen, volle Abschreckung, Besuch bei der Truppe, Besuch im Gefechtsstand, Besuch bei den Zottelkriegern. Dann, vor dem Rückflug leider, Triebwerksschaden, Abschreckung abgesagt. Die Lohnkürzung der Woche. Sensationeller Plan bei VW. Gehaltskürzung für die Bosse. Den Gürtel enger schnallen. Was haben die denn jetzt momentan? Also Ex-Chef Winterkorn hatte früher 16 Millionen und würde dann nur noch schlappe 10 Millionchen kriegen. Im Jahr. Okay. Gut. 10-mal zu hoch. Vielleicht plant VW ja irgendwann auch mal eine Entschädigung für die betrogenen Dieselkunden in Deutschland. So 70, 80 Cent pro Fahrer wären doch bestimmt drin.